Unsere Füße leisten enorm viel. Sie tragen uns durch unser ganzes Leben. Allein im Laufe eines Tages werden sie mit bis zu 1000 Tonnen belastet. Und ein Mensch läuft mithilfe seiner zwei Füße in seinem Leben etwa 120.000 Kilometer, also dreimal um die Erde. Celik und Caroline sind beide berufstätig. Celik ist Fachkraft für Lagerlogistik und kommissioniert täglich 8 Stunden lang Waren im Lager eines Großhandels. Caroline ist Einzelhandelskauffrau in einem Supermarkt. Sie arbeitet nicht nur an der Kasse, sondern sortiert auch die Waren in die Regale ein. Celik und Caroline trainieren und pflegen ihre Füße regelmäßig, damit diese sich von den Belastungen des Tages erholen. So hält Celik seine Füße fit. Celik nutzt gern morgens die Zeit im Badezimmer, um seine Füße zu trainieren. Der Einbeinstand. Celik steht beim Duschen abwechselnd 20 bis 30 Sekunden auf einem Bein. Das stärkt seine Fußgelenke. Der Fersenheber. Anschließend hebt er seine Fersen und versucht, auf den Zehenspitzen zu bleiben. Manchmal probiert er die anspruchsvollere Variante, und zwar auf einem Bein. Nach dem Duschen übt Celik noch mit einem kleinen Helfer. Mit seinen Zehen krallt er einen Stift und hebt ihn vom Boden auf. Manchmal trainiert er auch mit einem Faszienball und rollt diesen jeweils etwa 20 bis 30 Sekunden unter einem Fuß. Außen- und Innenkante. Er steht 20 bis 30 Sekunden auf der Außenkante seiner Füße. Dann versucht er, nur auf dieser Kante zu gehen. Anschließend wiederholt er das auf der Innenkante. Zehenspreizen. Zum Schluss trainiert Celik noch das Fußgewölbe, indem er seine Zehen vorsichtig seitlich auseinanderzieht. So pflegt Caroline ihre Füße. Für Caroline sind gepflegte Füße sehr wichtig. Regelmäßig macht sie zu Hause ihre Pediküre. Dabei achtet sie immer auf Folgendes. Sie feilt ihre Fußnägel einmal pro Woche, um das Einwachsen der Nägel zu verhindern. Sie schneidet sie nicht zu kurz, um das Nagelbett zu schützen und dicke, spröde Nägel zu vermeiden. Caroline behandelt die Hornhaut mit Fußcreme oder lässt sie professionell entfernen. Aber nicht zu viel, weil der Fuß eine Schutzschicht braucht. Bei leichten Entzündungen behandelt sie die Stelle mit einem seifenhaltigen Fußbad und entzündungshemmenden Produkten. Falls ihre Füße einmal angeschwollen sind, dann nimmt Caroline ein kühles Fußbad, massiert anschließend ihre Füße, cremt sie ein und legt sie hoch. Die Füße werden ein Leben lang durch viele äußere Einflüsse belastet. Erstens unbequeme Schuhe. Zweitens Belastungen im Beruf. Drittens Extremsport. Celik und Caroline fühlen sich wohl auf ihren Füßen. Weder schmerzen sie, noch sind sie angeschwollen oder entzündet. Warum das so ist? Celik und Caroline pflegen und trainieren sie gern und regelmäßig. Denn ihre Füße sollen sie ihr ganzes Leben lang tragen.